Jährlich am 1. Juni wird der Internationale Tag der Milch, ITM, gefeiert. Doch was verbirgt sich dahinter? 1957 haben die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, FAO, und der Internationale Milchwirtschaftsverband, IDF, erstmals den Weltmilchtag ausgerufen. 2001 wurde das Datum einheitlich auf den 1. Juni festgelegt. Seitdem werden die Milch und deren Veredelungsprodukte, wie zum Beispiel Butter, Joghurt und Käse, an diesem Tag mit Aktionen und Veranstaltungen rund um den Globus gefeiert. Laut Max-Rubner-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel, gehören in 42 Ländern der Welt Milch und Milchprodukte zur alltäglichen Ernährung mit dazu und sind fester Bestandteil der Ernährungsempfehlungen. Auch in Deutschland empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE, 3 Portionen Milch und Milchprodukte jeden Tag. Am 1. Juni soll daran erinnert werden, wie wertvoll Milch und Milchprodukte als Grundnahrungsmittel sind. Außerdem wird an die Akteure hinter dem Lebensmittel Milch, von der Milchkuh über die Landwirtschaftsfamilien zur Molkerei und den Milchkontrolleuren, gedacht. Die tägliche Arbeit unter hohen Standards erhält hier die Wertschätzung, die sie eigentlich das ganze Jahr über verdient. In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird auch Milch produziert und weiterverarbeitet. Gerade in den Regionen Bliesgau, Eifel, Hunsrück, Südpfalz, Taunus, Westerwald und Zweibrücken fühlen sich Milchkühe heimisch. Dort ist die Milchwirtschaft das Rückgrat der Landwirtschaft und ein großer gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Faktor für die Mittelgebirgsregionen. Deshalb hat die MILAG in diesem Jahr rund um den ITM eine Milchwoche gestartet mit vielen abwechslungsreichen Aktionen. Am Montag besuchten GrundschülerInnen einen Milchviehbetrieb im Saarland. Am Dienstag öffneten gleich 2 Direktvermarkter ihre Türen exklusiv für Landfrauen. Am Mittwoch diskutierten hochrangige VertreterInnen aus allen Bereichen der Milchwirtschaft mit Politik, Handel und Verbrauchern über das Thema Tierwohl. Donnerstag freute sich die Vertreterversammlung des Landeskontrollverband Rheinland-Pfalz-Saar e.V., LKV, über frische Milchshakes. Zusätzlich dazu erstellte die Gemeinschaft der Milchwirtschaftlichen Landesorganisation, GML, erneut einen Milchclip mit Gewinnspiel. Unter dem Motto »Deutschland ist schön, mit Milch noch schöner« stellten unterschiedliche Milchfans im Clip von Bundesland zu Bundesland ihr schönes Deutschland mit regionalen Milchprodukten vor. Insgesamt 9 Bundesländer beteiligten sich an der Gemeinschaftsaktion. Und nächstes Jahr, lasst euch überraschen, wir bleiben der Milch treu und lassen uns etwas Tolles für euch einfallen.